Ja, servus dem allen und grüße euch die Buben. Diese Begrüßung habt ihr jetzt schon länger nicht gehört. Ich schätze sicher 3-4 Wochen. Ja, war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, bin immer noch nicht ganz am Dampfer. Aber heute, da wir das schöne Wetter haben, will ich das einmal wieder ein bisschen ausnützen und schaue auf mein Platzerl an der Donau, wo wir hier sind. Und ein paar Stunden habe ich heute wieder Zeit für mich zum Relaxen und ein bisschen gut gehen lassen. Und jetzt gehen wir mal gemütlich dorthin. Und diejenigen, die meine Videos verfolgen, werden diesen Baumstamm oder Wurzel sicher kennen. Die steht auch teilweise unter Wasser. Und die Donau ist erst jetzt da vorne, also extrem niedrig Wasser. Ja, jetzt bin ich wieder an meinem Platz lang gekommen. Schaut immer noch urig aus. Aber wie ich sehe, war da schon wieder wer anderer. Steine von einem Lagerfeuer. Holz liegt noch da. Naja. Aber nach wie vor noch schön hier. Ja, mein Schlafplatz ist immer noch picobello. Ja, hat auch keiner mehr was abgeschnitten von dem Baum. Wenigstens was Positives. So, jetzt kommt einmal wieder die LF in Action. Da kann auch nicht sehr viel passieren. Ja, werden wir mal anzünden. Was haben wir da zum Anzünden heute dabei? Heute habe ich nur das kleine mit. Ja, ein Feuerfuchserl habe ich da. Das ist okay, das werden wir nehmen. Ja, es ist wieder extrem warm. Ja, und heute ist erst einmal dabei mein Manly Patriot. Ja, hab schon einiges geschnitzt damit. Geil, geil, geil. Gefällt mir gut. Aber jetzt machen wir ein bisschen Feuer. Dann schauen wir weiter. Ja, natürlich gibt es auch heute was zum Essen. Ich will einmal nach langem den Onkel Ben dabei und ein paar Speckwürfel, was ich vorher anbrate und dazu schmeiße dann. Ja, und das sollte reichen. Es ist 11:45 Uhr. Der Hunger ist natürlich auch schon da. Mal das ein bisschen runterbrennen und dann geht es einmal los. Naja, richten wir mal her. Richten wir mal her, das kann ja nicht schaden. Nehmen wir es einmal drauf, los geht's. Ja, da werden wir jetzt den Reis noch dazu geben. Dann haben wir ein leckeres Mittagessen. Ich würde einmal sagen, das Pfändchen ist erledigt und fertig. Das kann man essen. Ja, Freunde, dann wünsche ich an jeden einmal Mahlzeit.
Heiß. Und gut. Klar, die Speckwürfel und Peppen natürlich den Angriff gewaltig auf. Ja, ich muss gestehen, das Pfännchen habe ich heute nicht geschafft. Ja, aber jetzt gibt es einmal ein Käffchen. Und da gibt es diesmal was Neues, nämlich, ich habe mir was gegönnt. Und zwar beim AliExpress, nennt sich der im Internet. Ja, es ist ein Chinamann quasi. Und da gibt es diese, nur die Filter allein. Die kennt ihr schon aus meinen früheren Videos. Die waren damals noch befüllt mit Käffchen. Fix fertig. Und jetzt gibt es die nur die Filter allein. Waren 50 Stück um 3 Euro aus China. Ja, die habe ich mir geleistet. Da kann ich nämlich wieder mal Käffchen verwenden, was ich will. Und ein bisschen mehr in der Tasse ist wie nur so ein Espresso. Und den werde ich mir heute genehmigen. Ja, es ist wieder extrem warm. Puh. Aber man merkt schon, der Herbst kommt, die Blätter fallen schon von den Bäumen bei uns. Und obwohl aber eigentlich wieder genug feucht alles ist, es ist wieder alles grün. Sieht man auch hier. Gut, neben der Donau ist es sowieso immer eher grün. Ja, jetzt warten wir, bis das Wasser kocht und dann gibt es endlich ein lecker Käffchen. Ja, das köchelt. Das ist soweit. Ging schon mal gut. Ja, fertig ist er. Herrlich. Da ein bisschen Kondensmilch, quasi das Milchmädchen. Das brauche ich auf alle Fälle. Ja, das schaut schon ganz anders aus. Ja, Freunde, das ist wieder mal ein Käffchen nach meiner Art, wie es mir schmeckt. Und in dem Sinn grüße ich einmal wieder alle meine grauen Sesseln und natürlich auch die gesunden. Prost, Freunde. Joho, der ist stark. Hahaha. Ich glaube, da kann ich beim nächsten Mal ein bisschen Kaffee sparen. Da rollt mir die Fußnägel auf. Ach ja, ah, die Lackerl, das war's. Ja, wenn wir schon an der Donau sind, gehen wir gleich Geschirr waschen nach. Da nehmen wir natürlich wieder so ein Zaubertüchlein mit. Und dann muss ich sowieso schon wieder heimwärts. Da wir heute wieder Besuch bekommen, Nachmittag. Aber das hat auf alle Fälle gut getan, einmal wieder rauszukommen. Ja, aber jetzt gehen wir mal anwaschen. Ja, Platzl ist natürlich wieder picobello hergekriegt, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und jetzt geht es schon langsam wieder retour. Ja, herrlich. Schade, dass ich nicht mehr Zeit habe. Mir sogar halt fast ein Badewetter. Aber ja, man kann halt nichts alles haben. Ja, Freunde, ich bin am Weg retour. Ich nutze das gleich einmal aus, dass im Augenblick ein Flugzeug oder Helikopter zum Hören ist. Sag wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Burma.